Wenn man Aussagen zur Abzählbarkeit einer Menge untersuchen möchte, beziehungsweise die Nichtabzählbarkeit einer Menge nachweisen möchte, dann kann man das sogenannte Diagonalisierungsverfahren verwenden, welches vom deutschen Mathematiker Georg Cantor entwickelt worden ist. Auch das wollen wir in einem Beispiel erläutern. Und zwar wollen wir uns anschauen, die Menge, das Intervall 0,1, und wir wollen den Nachweis führen, dass diese Menge nicht abzählbar ist. So, einbetten werden wir diesen Diagonalisierungsbeweis oder das Diagonalisierungsverfahren in einen indirekten Beweis, und wir werden annehmen, zunächst das Gegenteil, wie beim indirekten Beweis üblich, also Annahme, das Intervall 0,1 ist abzählbar. So, wenn das der Fall ist, wie können wir eine Zahl oder wie stellen wir die Zahlen aus dem Intervall 0,1 dar? Nun, wir können jede Zahl darstellen in der Form, jedes x aus 0,1 lässt sich darstellen in der Form 0, und dann schreiben wir es einfach auf. Die erste Ziffer nennen wir a1, die zweite Ziffer nennen wir a2, die dritte Ziffer nennen wir a3 und so weiter. So, wenn jetzt die Menge 0,1 abzählbar ist, dann können wir alle Elemente der Reihe nach aufschreiben, untereinander weg. Ja, also wenn 0,1 abzählbar, das war ja gerade unsere Annahme, dann können wir alle Elemente aufschreiben. Und das tun wir einfach mal. So, und wir verwenden jetzt die folgende Notation. Wir schreiben jetzt AI oben J. Das ist gerade die I-Ziffer der J-Zahl. Ja? Das heißt, wir schreiben hin A11, die zweite Ziffer der ersten Zahl, die dritte Ziffer der ersten Zahl, die vierte Ziffer der ersten Zahl und so weiter. Die nächste Zahl, die wir dann der Reihe nach aufschreiben, ist die 0,2, die erste Ziffer, zweite Ziffer, A2, die dritte Ziffer, A24, die vierte Ziffer und die nächste Zahl, A31, A3, zweite Ziffer, A3, dritte Ziffer, A3, vierte Ziffer und so weiter. So, das macht man jetzt beliebig weiter. Das heißt, jede Zahl aus dem Intervall 0,1 wäre in diesem Schema enthalten, da die Zahl, da das Intervall 0,1 ja abzahlbar ist, nach unserer Annahme. So, wir konstruieren jetzt eine Zahl. Also wir konstruieren jetzt ein x aus dem Intervall wie folgt. Und zwar konstruieren wir dieses x so, dass sie sich von jeder der in diesem Schema auftauchenden Zahlen unterscheidet, nämlich genau an einer Stelle. Und da kommt jetzt auch der Name her. Wir werden jetzt die Ziffern auf der Hauptdiagonalen, wenn man das einfach als Matrix sich anschaut, dieses Schema hier, ja, als Matrix betrachtet, nehmen wir uns jetzt eine Zahl x und variieren an dieser Stelle aus der ersten Reihe. Hier variieren wir, hier variieren wir. Und das machen wir sozusagen für jede der aufgelisteten Zeilen. Wir variieren in der n-ten Zeile gerade die Endziffer. In dieser Dezimalbruchdarstellung. So, die so erhaltene Zahl, was können wir über diese Zahl sagen? Die derartig konstruierte Zahl x. Die derartig konstruierte Zahl x ist definitiv nicht in der Auflistung aller Zahlen aus 0,1 enthalten, denn sie unterscheidet sich ja gerade, gehen wir nochmal hier oben gucken, sie unterscheidet sich ja gerade von der ersten Zahl durch Variation an der Hauptdiagonalen, also an der ersten Stelle, von der zweiten Zahl an der zweiten Stelle, von der dritten Zahl an der dritten Stelle und von der n-ten Zahl an der n-ten Stelle. Das heißt, was können wir daraus schließen?
Das heißt, die Annahme, dass unser Intervall 0,1 abzählbar war falsch. Das heißt, unsere Annahme war falsch. Und das heißt, 0,1 ist nicht abzählbar. Und damit ist der Nachweis unserer ursprünglichen Behauptung geführt.